Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Golden Kobbis. Mit dabei 85 Meter und ein kleiner Wuff. Hallo. Ja, Wuff ist leider erkältet und sie hat eine Stimme. Hat leider keine Stimme, sonst ist sie ja mitreden. Naja, gut. Also, mir war wieder ein bisschen fleißig. Haben ein Ja. bisschen Bäume ausgebaut. Ja. Hier, also ihr könnt das nicht sehen, aber doch, doch, das könnt ihr sehen. Deswegen haben wir die Obsidian automatisiert, Geht sodass denke ich wir mal genug mit. bekommen. Dafür braucht der Lava-Fabrik, der Ender-EO Flüssigkeitskabel und dann die, naja, kannst lesen. Ich zeige euch noch hier einen kleinen anderen Ansatz, den ich noch rausgekriegt habe. Lava, anderen zwei, Kurz. die ohne Strom. Ohne Strom, nee. Ohne Strom geht ja nichts. Aber wo war das jetzt? Nicht Wer letzte. sich wundert, Da. warum wir so viel netter Sachen haben, wir haben die Ender Query nach 2 Wochen, nach fast einem Monat, wo sie jetzt in Twilight Forest gestanden ist, haben wir sie jetzt aufgestellt in Nether. Ja, und Animal hat sie aufgestellt, also das Ding läuft jetzt seit 2 Wochen durch und jo. Na, das nur Nether. Die ist, glaube ich, gleich fertig. Wir können ja gucken. Na, da kann man so schlecht sehen bei. Na, du kannst gerne gucken, ich gehe da nicht hin. Oh, es regnet. Echt? Blauer Himmel. Herbst. Herbstlich. Nicht herbstlich, sondern es regnet und schneit. Und regnet. Und schneit. Sicher. So, in diesen Folgen werden wir jetzt probieren, für Galaktikkraft Maschinen herzustellen, wo wir jetzt machen können. Jo, wer sieht, was das hier ist, das wird die Witterfarm. Ja, oh, wir farmen mich. Oh, Entschuldigung, ich stehe schon wieder im Weg. Gut, was baue ich? 5, 2, 2. Das hatten wir vorhin ja auch noch ausgemacht. Ich baue jetzt die ME-Schnittstelle. Yoshi wollte davon 15 Stück haben. Sicher. Ja? Du wolltest 15 Stück haben. Ja. Ja. 1, 2, 1. Weil hier wieder Monster spawnen. Ja klar, unsere Falle haben wir auch ein bisschen schöner gemacht mit ein bisschen Action-Feeling mit Fenster. Feeling mit Und Fenster. jetzt, dass der Chunk hier down geladen wird. 1, 2, 3, 4. Schön. Wunderschön. Leute, das ist. Ja, dann können wir noch mal fragen, Yoshi. Wer sich wundert, ja, ich habe Optifine drin. Oh. Ich habe es nicht gefunden, aber irgendwie habe ich nicht die richtige Version gefunden. Doch die richtige Version, aber es gibt verschiedene Typen und ich habe nur bei einer aufgehört zu testen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wer das genau wissen will, welches Optifine ich drin habe. Hier seht ihr das, die 1710 HDUD6. Vielleicht ist die anderen besser. Wer das schon mal Erfahrung hatte, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett. Yoshi, stopp, stopp. Ja, dann könnt ihr das auch bei mir, könnt ihr in der Infobeschreibung, seht ihr alles. Rein. Was? In dem E rein. Achso. Ja, die Sachen, ja. Jetzt, warum baut der hier jetzt nochmal einen ME-Kern? Ja, ganz einfach, der ME-Kern hier drüben kommt weg. Der wird nach hier drüben gesetzt. Dann kommt hier das Autocrafting hin. Hier in diesen Raum. Die anderen Maschinen drüben, die bleiben und die Festplatten. So dass das ganze ME-Gedönsen einfach da drüben ist. Ja, Fangen wir an. Yoshi, mal eine kurze Frage. Könnten wir das denn so bauen, dass wir mit der Raffinerie, also die Raffinerie stellen wir hier auf und mit einer Pumpe holen wir das Öl von anderen Orten hierher? Es gibt da einen Ölfabrikator. Gibt es? Gibt's hier da mal einen? Öl? Öl-Dampfkesselbuchse.
Hölzernes Fass. Kann Kann. heiße Flüssigkeiten speichern. Rohöl. Brauchen. Nee, du kannst Öl nicht herstellen. Ich Moment. Nein. Sauerstoffmodul. Genau. Brauchen die da. Dazu brauchen wir Wissenplatten. Okay. Nee, sorry, Yoshi, aber du kannst kein Öl herstellen. Eisen, Eisen. Eisenplatten? Oder Stahlplatten hat. Stopp, 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 stopp. Wo war das jetzt? So, ja, ich brauche ja erstmal Eisenplatten. Ja. Das so weitermachen. Das so. Yoshi, du Ja. kannst kein Öl selbst herstellen. Habe ich schon beim ersten Mal Ja, verstanden. gut. Kann man denn ein Tesserekt, jetzt kannst du mir denn noch ein Tesserekt, also kann ich ein Tesserekt bauen? Flüssigkeiten, einen zweiten. Dann holen wir das Öl von anderen Standorten hierher. Kannst mit Endertanks auch arbeiten. Entschuldigung, Animal. Und wir hätten eine Ölquelle, glaube ich, hier in der Nähe sogar. Ja, ich weiß, aber ich wollte ja alles. Na, Raffin die Raffinerie, die 2209, hast du schon gebaut? Hab ich schon gebaut. Die kannst du hier aufstellen, wenn du willst. Treibstofflader brauchen wir noch. Okay, da brauchen wir auch die Platten. Ich brauche noch tatsächlich noch einen Tank. Hier brauchen wir auch die Platten. Sauerstoffsammler. Brauchen wir auch die Platten. Okay. Okay, dann wird das eine sehr platte Folge. Sehr mit Blaze. Folge. Blaze. Oh, wir haben nur noch 16 Stück Blaze Rods und ich brauche davon Oh. eine. Ja, wenn du Blaze brauchst, dann gehst du netter, schaltest die Maschine ein, dann kriegst du Blaze en masse. Naja, was ist das? Achso, Obsi. Können wir schon mal besorgen? Kohle, Kohle. Kessel. Wir haben keinen Kessel. Wo sind meine Sachen? Welche Sachen? Ja, irgendwer hat schon wieder aus meinem Fertigungsmodus, aus der Fertigungskonsole alles rausgenommen. Kessel. Wuff kann es nicht gewesen sein, ich kann es nicht gewesen sein. Wuff ist weg. Wo ist Wurf? Hä? Ich hätte dich ja fast übersehen, ne? Also, geht das nicht. Okay. Entschuldigung. Okay. Brauchen wir das ganze Ding? Diese, die können wir eigentlich schon herstellen. Diamant. Und Redstone-Verstärker. Boah, wir gehen nochmal Redstone-Verstärker. Keine Ahnung. Was der Obsidian Dauer hin, kannst du dann endlich mal nehmen. Danke. Okay. Nicht, dass das die einzige Fertigungskonsole hier ist, ne? Der Endertank funktioniert wie eine Pumpe, ne? Ja. Okay. Dann, was braucht man denn? Flüssigkeitstransportpipes, ne? Okay. Ja. Ja, cool, wir haben die Waffen auch. Das brauchen wir nicht. Nein, aus Böse. Gut, dann stelle ich die Endertanks mal auf. Muss ich da jetzt irgendwas beachten? Nicht, dass jetzt das Öl in die eine Richtung läuft und das so in die andere? Muss eins beachten, dass ein Endertank muss er jetzt umpolen, einen anderen Port geben. Achso, kann ich hinschreiben dann, ne? Ich weiß es nicht. Das schreiben kannst.
Das brauche ich einen Dia. Ja. Das Öl ist ja giftig diesmal. Ja, und der Rest ist eigentlich noch da hinten Wir drin. sind durch dann auch. Jo, gleich. Gut, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis zum nächsten ciao. Mal. Ciao. Wow.